Heute Vimeos T7 Beamer. Dieser T7 ist weder Low-Cost mit über 100 Euro noch Mini. Er ist mehr ein ganz normaler Beamer. Mit dabei ist ein Anschlusskabel, ein VGA-Kabel, eine Fernbedienung mit ganz vielen Knöpfen, wovon die wenigsten genutzt werden, ein Videokabel und jede Menge Papier. Und noch ein HDMI-Kabel. Natürlich der Beamer nicht zu vergessen. An der Front ist das Infrarotauge und ein Höheneinstellrad. Der Beamer verfügt auch über eine Trapezeinstellung und klar Fokus. Und unter der Klappe die Linse selbst. An den beiden Seiten ist gar nichts. Hinten dann ein Kippschalter und der Stromstecker. Zweimal USB, zweimal HDMI, VGA, Video und 3,5 mm Audio in und 3,5 mm Audio aus. Oben noch ausreichend Taster für das Menü des Beamers, welches sich auch auf Deutsch umstellen lässt. Also Stecker rein und los geht's. Im Vergleich zu anderen China-Beamern ist dieser Lüfter echt leise. Hier jetzt das HD-Bild eines Fire TV-Sticks. Dass die 3000 Lumen nicht gelogen sind, zeige ich am besten mit Licht im Raum. Selbst bei doppelter Deckenbeleuchtung, man kann auch Putzlicht sagen, ist das Bild noch klar zu erkennen. Dieser Beamer hat echt Leistung. Zum Vergleich, bei dem Licht kann man noch bequem alles lesen. Also Licht wieder aus und Film schauen. Dabei kommt das Bild natürlich noch klarer drüber. Und auch das Kontrastverhältnis. Man hört auch, dass der eingebaute Lautsprecher mit dem Lüfter nicht nur mithalten kann, sondern sogar lauter ist. Ich würde sagen, Sie lassen nichts anbrennen. Hier noch ein paar HD-Bilder von Amazon, welche zeigen sollen, wie gut die Umrechnung auf die native Auflösung ist. Einzig enttäuschend ist der interne Media Player. Keines der von mir versuchten MP4-Formate wurde erkannt. Dabei sind meine Codecs nichts Besonderes. Da würde ich also lieber zu einer Android-TV-Box wie der Minix Neo U9H greifen. Für 149 Euro bekommt man mit dem Vimeos T7 durchweg einen kleinen heimkinotauglichen Beamer. Gut, auch für einmal ein Sportereignis oder die Fotoshow. Alle Links in der Videobeschreibung und drückt auf den Daumen hoch.